Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Wie man sieht, habe ich ein bisschen was beim Overlay verändert. Ich versuche da ein paar Dinge aus. Mal schauen, ob es mir besser gefällt oder nicht. Man sieht zumindest ein bisschen mehr vom eigentlichen Video, was ich gut finde. Und heute schauen wir uns hier den Assassin's Creed Shadows erster Einblick Gameplay Trailer an. Denn vor kurzem war ja das Summer Game Fest und da wurden viele Spieltrailer gezeigt, Deep Dives und so weiter und so fort zu den aktuellen Spielen, die eben dieses Jahr noch rauskommen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe das eigentlich alles live mitverfolgt. Von daher kenne ich das meiste schon, aber trotzdem würde ich gerne hier noch drauf reagieren und kurz das Ganze ein bisschen einsacken. Von daher starten wir gleich hier hinein. Auf jeden Fall Japan finde ich ein sehr schönes Setting. Did your father ever tell you why my bones ache in the weather? War. Their soldiers killed everyone. I do not fear our enemy. They talk of peace and dream of war. Und was man hier sieht, gefällt mir ziemlich gut. Vor allem, dass man wieder mehr schleichen kann in den Games. So bei den neuen Assassin's Creed Teilen zumindest. Dass sie wieder mehr in Richtung Assassine gehen wollen. Our people deserve to be freed of the oppressor's grasp. Vengeance is a lonely path now, eh? Believe me. Das sieht einfach unglaublich gut aus. People so quick to abuse their power do not deserve to keep it. There is much we will learn from each other, Yasuke. You can see when two people fit. When they will be better together. There nice. Is no honor in preying on the weak. Together, so schöne Landschaften. We will bring justice back to the people. Assassin's Creed Shadows. Gameplay walkthrough. At Ubisoft Forward, das schauen wir uns gleich auch nochmals an. Wie gesagt, ich kenne es eigentlich schon, aber wenn man es nochmal sich ein bisschen in Ruhe anschaut und nicht alles live ist und getaktet ist, kann man es ein bisschen mehr in sich reinziehen. Aber das sieht wirklich sehr schön aus. Ich kann auch dazu sagen, ich habe die Collector's Edition schon vorbestellt, denn bisher habe ich das noch nie gemacht. So eine Collector's Edition bestellt und ich wollte das schon lange mal machen und hier gibt es ziemlich viel Stuff dazu, was sehr interessant aussieht. Von da gibt es dann auch ein Unboxing, wenn die bei mir ankommt und ich bin gespannt darauf. Von daher würde ich sagen, war es das schon. Hier kommt noch kurz das Datum am Schluss. Okay, sieht man natürlich nicht sehr schlau von denen. 15. November kommt es raus. Hier sieht man auch die Collector's Edition kurz im Bild. Sehr cool. Ich bin gespannt darauf und freue mich drauf. Denn Japan finde ich ein sehr cooles Setting. Und ja, ich weiß, Schande über mein Haupt, ich sollte die Spiele mal eigentlich alle durchspielen. Aber ja, mittlerweile ein bisschen schwierig bei den ganzen Open World Teilen, die es ja mittlerweile gibt. Die hunderte von Stunden gehen. Aber gut, lassen wir das. Naja, finde ich schön. Ich würde sagen, das war's für heute, für dieses Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Assassin's Creed Shadows Video. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.